Die Suche nach fremder Intelligenz ist immer die Suche nach der eigenen. Das hat Carl Sagan gesagt, ein Wissenschaftler und Science-Fiction-Autor, sehr einflussreich. Und das wird zitiert in Der Schwarm, dem Gewinnerroman des Jahres 2005 beim Kurt-Laßwitz-Preis. Herzlich willkommen zu meiner Besprechung dieses in mehrfacher Hinsicht gewichtigen Werkes. Der Schwarm von Frank Schätzing ist ein Wissenschaftsroman. Damit vielleicht die wörtliche Übersetzung der Begriffe Science Fiction, sicherlich ein Kernbereich der Science Fiction und innerhalb dieses Genres zuzurechnen der Hard Science Fiction. Die Soft Science Fiction hat sehr viele, ich sage mal, freischwebend fantasievolle Elemente. Die Hard Science Fiction bemüht sich, auf dem zu basieren, was wir als naturwissenschaftlichen Konsens oder besser gesagt der Autor als naturwissenschaftlichen Konsens zur Zeit der Entstehung des Romans begreift. Und das zu extrapolieren, durchaus natürlich auch fantastische Elemente einzubringen, sonst wäre es keine Science-Fiction. Also Elemente einzubringen, die wir noch nicht kennen, die uns unbekannt sind, die ein Novum darstellen, die aber nicht der Naturwissenschaft widersprechen. Also es wird nirgendwo ein bekannter Mechanismus der Naturgesetze gebrochen. Jetzt hier speziell in dieser Art Wissenschaftsroman, wie der Frank Schätzing sie schreibt, seit er Der Schwarm geschrieben hat, ich komme gleich nochmal auf seinen Werdegang, da ist es noch etwas enger, da bewegen wir uns auch noch in der näheren Zukunft. Also so etwas, wo man als Mittelalterleser so zwischen 30 und 60 vielleicht sich noch vorstellen kann, ja, das könnte ich noch erleben, was dort also geschildert wird. Also nicht 10.000 Jahre in der Zukunft, sondern das sind so Sachen, wo man sagt, diese Entwicklungen, die wir heute sehen, die Basis, die wir heute haben, wenn wir da jetzt ein paar Jahre oder Jahrzehnte in die Zukunft gehen oder vielleicht auch schon morgen, wenn irgendwas im Geheimen vielleicht getüftelt wird in irgendeinem Forschungslabor, dann könnte das also geschehen. Dieses Buch ist für mich zumindest das erste gewesen von einem deutschsprachigen Autor, so in der modernen Zeit, der diesen Ansatz verfolgt hat. Und es hat danach viele Nachahmer gegeben. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Vielleicht ist Nachahmer auch zu hart gesagt, aber es hat vielleicht einen Trend begründet. Möglicherweise haben diese anderen Autoren auch vorher schon so geschrieben. Und durch den Erfolg, den Riesenerfolg von Der Schwarm, sind sie dann erst publiziert, verlegt worden, erfolgreich wahrgenommen worden, wie auch immer. Schauen wir aber vielleicht nochmal in die Zeit, in der das Buch publiziert worden ist. Das war das Jahr 2004. Für mich persönlich auch ein wichtiges Jahr. Da bin ich auf Weltreise gegangen mit dem Rucksack. 10 Monate um die Welt. Wer sich dafür interessiert, da habe ich ein Buch veröffentlicht. Bei Regen und bei Sonnenschein. Das gibt's im Moment nicht mehr. Vielleicht legen wir das nochmal neu auf. Aber antiquarisch bestimmt zu bekommen, wer sich dafür interessiert. Weltbewegender waren natürlich andere Dinge. Es gab leider Terroranschläge in Madrid und in Tschetschenien, die größeren. So eine Art Terroranschläge oder etwas, was man dafür halten könnte zumindest, spielt auch in Der Schwarm eine wichtige Rolle. In Irland gibt es das erste staatliche Rauchverbot. In Der Schwarm gibt es eine Kettenraucherin als durchaus sympathisch bezeichnete Hauptfigur. Es gibt
EU-Erweiterung, eine sehr große, um 10 Länder wird da angestoßen. Europa, ein Handlungsschauplatz in der Schwarm, allerdings nicht der Treiber der Geschehnisse, ist da mehr passiv involviert. Horst Köhler wird Bundespräsident in Deutschland. Die deutsche Politik spielt keine Rolle in der Schwarm. In den USA wird George W. Bush wiedergewählt. Zu George W. Bush, das ist eines der wenigen politischen Themen, zu denen sich Frank Schätzing als Autor, jetzt nicht in dem Buch Der Schwarm, sondern wenn er als Autor interviewt wird, in Interviews, eindeutig positioniert hat. Er war sehr kritisch gegenüber George W. Bush Jr., dieser Präsidentschaft. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Daraus hat er keinen Hehl gemacht. Im Jahr 2004 stirbt Yasser Arafat, ein wichtiger Anführer der Palästinenser. Frank Schätzing hat sich mit diesem Themenkomplex des Nahostkonflikts später beschäftigt in seinem Buch Breaking News. Soll uns hier nicht weiter interessieren, aber man sieht, der Mann beobachtet die Welt. Es gibt ingenieursmäßig was Interessantes, der Burj Khalifa, da wird begonnen, den zu bauen. Das ist ja inzwischen, ich glaube, immer noch das höchste Gebäude der Welt. Facebook startet, die Rosetta-Mission startet, wo also ein Asteroid angeflogen wird von der ESA. Aber Frank Schätzing bleibt mit der Schwarm auf der Erde. Also obwohl er den Kurt-Laßwitz-Preis gewonnen hat, dieses ins Weltraum hinausgehen ist hier nicht das Thema. Auch obwohl zum Beispiel sowas ist wie der erste direkte optische Nachweis eines Exoplaneten, ist auch im Jahr 2004, hier aber kein Thema. Was ein Thema ist, und das hat ihn beim Schreiben mit Sicherheit nicht beeinflusst, denn das war ganz am Ende des Jahres, da war das Buch schon deutlich im Handel, eine große Katastrophe, ein Erdbebenstärke 9,1 bei Sumatra löst einen Tsunami aus. Dieser Tsunami hat 230.000 Menschenleben gekostet, schätzt man. Aus Erfahrung kann ich sagen, bis dahin war dieser Begriff Tsunami kein Alltagswort. Das war nichts, was man kannte. Man wusste nichts von dieser riesenhohen Flutwelle, also in Deutschland jetzt natürlich, ja. Das war also nichts, was da Alltagswissen war. Jetzt hat aber Frank Schätzing in seinem Buch eine interessante Stelle, eine sehr gut geschriebene Stelle, wo er also etwas erläutert. Da geht es nämlich um Tsunamis und er schreibt hier: Es gibt warnende Anzeichen, sagte Bormann gerade. Falls es passieren sollte, müssen die Menschen an der Küste wissen, worauf sie zu achten haben. Tsunamis kündigen sich an. Eine Weile vor ihrem Eintreffen kann man ein schnelles Ansteigen und Fallen des Meeresspiegels beobachten, mehrmals hintereinander. Dem geübten Auge fällt es auf. Nach 10 oder 20 Minuten weicht das Wasser dann plötzlich weit vom Ufer zurück. Riffe und Felsen werden sichtbar. Sie werden Meeresboden sehen, der normalerweise nie zu sehen ist. Spätestens jetzt müssen sie höheres Gelände erreichen. Es ging dann durch die Medien, weil es ein entsprechendes Fernsehinterview gab, dass jemand, der hier der Schwarm gelesen hat, also ein deutscher Tourist in Thailand, der hat also diese Stelle im Kopf gehabt und hat gesehen, wie dann in Thailand dieser Effekt an der Küste eingetreten ist, an dem Badestrand, an dem er war, und hat daraufhin sich in Sicherheit bringen können. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ist ja schon ein bisschen her, auch seine Familie. Also seine Aussage dieses Touristen war, dass die Lektüre von der Schwarm ihm in dem Fall höchstwahrscheinlich das Leben gerettet hat, aufgrund dieser gelungenen Schilderung, die ihm auch im Kopf geblieben ist. Natürlich hat das nochmal für Medienrummel rund um das Buch gesorgt und so weiter.
Befassen wir uns mal ein bisschen mit dem Autor Frank Schätzing. Ein Kölner, deswegen hat er mir auch das Buch nach einer Lesung allerdings in Dortmund signiert. Für Bernd aus Köln herzlich Frank Schätzing. Sehr freundlich, denn ich wohne ja auch in Köln. Also erst 1957 geboren. Eine wirklich interessante, ich sage jetzt mal Persönlichkeit. Durchaus auch ein bisschen widersprüchlich für mich, aber jetzt ist jetzt nicht so, dass ich ihn jetzt persönlich kennen würde, privat kennen würde. So ist es nicht. Ich war mal auf einer Lesung bei ihm und kenne eben Fernsehauftritte von ihm. Und bei YouTube findet man übrigens auch so ein paar Sachen, wo er Interviews gibt und so etwas. Er sagt, sein Privatleben ist tabu. Er beantwortet keine Fragen zu seinem Privatleben. Er ist verheiratet, das weiß man. Das sagt er auch. Da gibt es auch Danksagungen in dem Buch an seine Ehefrau. Das war's. Also viel mehr weiß man oder gibt er von seinem Privatleben nicht preis. Es gibt einen Twitter-Account, der Frank Schätzing heißt, auf dem ich keine Postings sehe. Social Media scheint nicht so seins zu sein. Also in dem Sinne kann man sagen, es gibt so eine Marke Frank Schätzing, der Mensch Frank Schätzing, was man heute immer so sagt, poste mal ein paar Bilder von deinen Haustierchen, ja, wie du deinen Wellensittich fütterst oder irgendwie so, das ist alles nicht seins. Also da hält er sich wirklich bedeckt. Er ist nicht derjenige, der sagt, ich vermarkte mein gesamtes Leben, ich gehe jetzt hier gerade am Rhein spazieren oder irgendwie sowas, vermarkte ich jetzt hier, um Erfolge zu erzielen, das tut er nicht. Also da, vielleicht wenn man jetzt, bestimmt, wenn man jetzt intensiver recherchieren würde, aber da käme ich mir jetzt auch wie so ein Stalker vor, deswegen tue ich das nicht, würde man sicherlich was finden bei jemandem, der so bekannt ist, aber so ohne weiteres, dass der das jetzt wie so ein Schild vor sich herträgt, sein Privatleben, im Gegenteil. Also der hält sich da sehr bedeckt. Das zweite Thema, was er nicht preisgibt in Interviews, ist, woran er gerade so schreibt. Er erzählt immer, ob er gerade am Recherchieren ist. Er recherchiert immer sehr intensiv oder ob er gerade aktiv schreibt. Das war's. Ansonsten nix. Was man so über ihn weiß, was eben nicht sein Privatleben ist, was er so preisgibt halt, ist halt, er hat Kommunikationswissenschaften studiert, ist dann im Marketing tätig gewesen, auch in so einer Marketingagentur, wo er wohl auch Miteigentümer war, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat zum Beispiel auch dieses Cover hier, dieses sehr eindrückliche, man sieht auch, hat so einen Glanzeffekt auch noch, Cover, das hat er selbst designt. Er ist Taucher, ausgebildeter Taucher. Er kocht gerne, hört gerne Musik und macht auch selbst Musik. Zum Thema Musik hat er ein bisschen was rausgelassen, dass er gesagt hat, also er hat so ein paar Sound-Sample aufgenommen, die er auch im Rahmen seiner Lesungen einsetzt. Und in seinem Buch Limit, das er später noch geschrieben hat, da kommt auch ziemlich klar raus, David Bowie ist so ein bisschen seins. Ja? Also das ist so ein Künstler, den mag er halt. Interessanterweise hat er wohl auch Flugangst. Deswegen interessant, weil natürlich für so Science-Fiction-Leute, die sind ja oft mit Head in the Air und am liebsten gleich zum Mars fliegen. Er fährt wohl wirklich lieber mit dem Schiff, auch wenn er nach Amerika reist zum Beispiel. Also das ist dann eher so seins. Er ist ein absolutes, wirklich absolutes Showtalent. Das ist dann auch wieder interessant. Also wenn man diese Videos sieht, er macht so Making-of-Videos zu seinen Büchern, die er dann aber wieder offline nimmt. Es gibt immer nur eine Webseite mit dem aktuellen. Auf YouTube gibt es aber noch einige und auch auf den Seiten der Verlage gibt es noch einige. Das sind wirklich tolle Inszenierungen. Zu der Schwarm ist das so ein Video, wo er am Strand spazieren geht, ja, und dann da so ein bisschen Überlegungen anstellt. Und wirklich auffällig, finde ich, ist tatsächlich also sein Äußeres. Ja. Also wenn man mal so sieht, er hat ja nun wirklich jetzt
interessante Frisur. Ich will das gar nicht bewerten. Ich stelle das nur mal so als Tatsache fest, dass er da offensichtlich Wert drauf legt, wie er so in Erscheinung tritt. Diese Lesung muss man sich tatsächlich als Leseshows vorstellen. Der füllt bei uns in Köln, also es gibt selten Frank Schätzing-Lesungen, meine Wahrnehmung. Aber wenn, dann richtig. Also zum Beispiel auf der Lit Cologne, das ist hier unser Lesefestival in Köln, da füllt er die Köln Arena. Das sind Tausende von Leuten, die da hinkommen. Vielleicht natürlich auch, weil es eben nicht jede Woche eine Schätzing-Lesung gibt. Okay. Aber trotzdem. Also Wahnsinn. Und zu Recht. Also das ist, man muss sich das wirklich so vorstellen, der kommt da entertainermäßig auf die Bühne. Der hat ultra kurze Lesestücke, eine Seite vielleicht, ja, und dann erzählt er wieder was. Und dann macht er was, was ich bei sonst noch nie jemanden gesehen habe. Er hat dann mit Schauspielern oder also irgendwelchen Leuten, die halt gut sprechen können, hat er halt so Dialogstücke einsprechen lassen, auf die er reagiert. Die werden also per Tonband eingespielt, per Aufnahme eingespielt. Und dann hat er, also die kommen dann aus dem Lautsprecher. Und er läuft so durch die Gegend, hat so ein Headset mit so einem Galgenmikrofon und stellt dann Fragen, auf die dann die passende Antwort vom Band kommt oder antwortet irgendwas auf Fragen, die dann eben daher kommen und inszeniert dann einen Dialog, als wenn seine Figuren Schauspieler wären, die eben den entsprechenden Part in dem Roman, in diesem Fall der Schwarm, übernommen haben. Muss man erlebt haben, glaube ich. Und kann ich auch nur empfehlen, wirklich toll. War für mich auch durchaus eine von den beiden wirklich prägenden Lesungen, bei denen ich gemerkt habe, dass es wirklich um die Show geht. Dass es also nicht darum geht, möglichst viel von dem Buch in möglichst kurzer Zeit vorzulesen. Das ist Quatsch. Man muss die Leute unterhalten, man muss denen eine Show bieten, eine schöne Stimmung geben, eine interessante Stimmung geben und dann sind die von sich aus neugierig und sagen, okay, diese Stimmung verbinde ich mit dem Buch, auch wenn ich nach wie vor nicht weiß, was drin steht. Und jetzt hole ich mir das Buch. Ja. Faszinierend. Also kann ich nur empfehlen. Vom Werdegang her als Schriftsteller, ja, da ist es so, das hier ist sein Erstlingswerk, eine Nachauflage, glaube ich. Aber trotzdem, Tod und Teufel, historischer Kriminalroman, spielt hier in Köln. Danach kamen weitere Krimis und Thriller, die hier in Köln spielen und bei Regionalverlagen, ich glaube bei einem, bei Emons nämlich, erschienen sind. Mordshunger, Die dunkle Seite, Keine Angst und Lautlos. Eins davon ist, glaube ich, auch eine Kurzgeschichte, eine Kurzkrimisammlung. Das andere sind, soweit ich weiß, Romane. Also das sind 1, 2, 3, 4, 5 Bücher, sag ich mal, die er veröffentlicht hat. Das hier ist, soweit ich mich orientiert habe, das dickste davon. Und dann kommt 2004 dieser Brecher, der Schwarm. Und das hat offensichtlich bei ihm eine neue Phase eingeleitet. Sicherlich bestimmt auch wegen des enormen Erfolgs, aber auch in formaler Hinsicht, wenn man mal guckt, da ist ja schon ein Unterschied. Ja? Und das ist eng beschrieben. Das hier sieht man nicht so, ist aber nochmal ein Drittel dicker von der Seitenzahl. Und hier, Breaking News hatte ich ja schon gezeigt, das sind alles so 1000 Seiten. 1000 plus. Ja. und dann gibt es jetzt noch die Tyrannei des Schmetterlings. Das hat er auch noch. Das ist auch so ein Klopper. Ja. Also das ist, da ist offensichtlich ein Wandel passiert in seiner Art zu schreiben. Vielleicht hat er da auch gefunden, was er eben am besten kann, was er am besten machen kann. Dieses Ding hier, hat er im Interview gesagt, daran hat er 2 Jahre geschrieben. Und zwar, und jetzt, das ist schon interessant, also wie gesagt, 1000 Seiten hat das, nebenberuflich. Das heißt, abends und am Wochenende. Muss man mal sacken lassen.
Das ist ja nicht damit getan, 1000 Seiten runterzuschreiben. Die wollen ja auch noch überarbeitet werden und alles. Und da sagt er, nee, konnte ich mir nicht leisten, als hauptberuflicher Autor unterwegs zu sein. Musste ich nebenberuflich machen, ne? Musste nebenher laufen. 2 Jahre lang hat sich gelohnt, glaube ich, kann man sagen. Gesamtauflage in die letzte Zahl, die ich gefunden habe, 4,5 Millionen Exemplare verkauft in 27 Sprachen. Erhältlich, das ist natürlich schon mal was. Jetzt, was kann man noch formal sagen? Also dieses Titelbild ist klasse, ja? Also, kann man nicht anders sagen, ist absolut ein toller Wiedererkennungswert und alles. Ansonsten, es gibt so ein ganz paar kleine Grafiken in dem Buch, ich glaube 3 insgesamt, aber jetzt auch nicht spektakulär. Ansonsten so ein ganz normales Buch, vielleicht noch sogar noch etwas enger gesetzt, als man es gewohnt ist. Angeblich, ich weiß nicht, ob er das als Scherz gesagt hat oder ob es stimmt, war das zum Zeitpunkt des Erscheinens das dickste Buch der Verlagsgeschichte von Kiepenheuer und Witsch. Vielleicht hat er das auch nur so im Scherz gesagt. Aber auf jeden Fall ist es ein dickes Buch, das ist schon mal klar. So, worum geht's jetzt? Also, es spielt in einem Zeitraum vom 4. März bis 15. August. Der Prolog ist so ein bisschen davor, dann gibt es noch einen Epilog, der ist ein Jahr später. Aber die eigentliche Handlung, 4. März bis 15. August, das Jahr ist nicht angegeben. Man kann aber aus dem Zusammenhang, aus dem, was so genannt wird, was so an historischen Ereignissen oder interessanten Ereignissen passiert ist, aus dem Technologieniveau und so weiter schließen, dass es in etwa zum Veröffentlichungszeitpunkt, also Mitte der 2000er Jahre, spielen soll. Wir haben zunächst mal zwei Haupthandlungsstränge. Der eine dreht sich im Wesentlichen, ich vereinfache jetzt, es ist ein 1000-Seiten-Buch, ich vereinfache jetzt und sage mal, ein Haupthandlungsstrang dreht sich um den Sigurd Johansson, ein norwegischer Wissenschaftler, der sich gut auskennt mit Borstenwürmern. Das ist so ein unterseeisches Viehzeugs, ja, da kann er also viel zu sagen, und die tauchen halt auf und tun merkwürdige Dinge. Also erstmal tauchen sie an Stellen auf, wo sie nicht sein sollten, dann in Quantitäten, die das übersteigen, was man so von denen gewohnt ist. Und dann begehen die noch alle Selbstmord, indem sie sich in Methaneis bohren und dann dabei draufgehen. Ja, sehr strange, ja. Der zweite Haupthandlungsstrang dreht sich um Leon Anahuac. Das ist jemand, der wohnt in Kanada, an der Westküste von Kanada, und arbeitet für eine Whale-Watching-Firma, interessiert sich so für allgemeine Fragen der Intelligenz im Tierreich und sowas und arbeitet eben für diese Whale-Watcher, ist da so ein, ja, wie nennt man das, Fremdenführer für Wale, weiß ich nicht. Also fährt mit den Leuten mit so Hartschalen, Schlauchbooten raus und zeigt denen halt die Wale. Und die benehmen sich auch merkwürdig, auf einmal aggressiv, aber nicht alle. Da gibt es einen Unterschied zwischen den Walen, die so aus den Tiefen des Ozeans kommen. Die sind sehr strange. Und den Resident Orcas, die also immer in Küstennähe sich aufhalten, die scheinen vielleicht sogar die Menschen zu verteidigen. Sehr komisch. Ja? Dann gibt es noch andere Vorkommnisse, die zunehmend bedrohlich werden. Es gibt so Quallenschwärme. Quallen können ja sehr gefährlich sein, weil die da ihre Nesseln verschießen und Gift haben und so weiter. Und da gibt es regelrechte Epidemien, also ganze Strände überall auf der Welt, auch in Australien zum Beispiel, die werden dann können nicht mehr genutzt werden. Beim Methaneis, das ist ganz wichtig, um so diese unterseeischen Hänge zusammenzuhalten. Da tut sich was, also das baut sich ab und so, hängt wieder mit diesen Borstenwürmern zusammen. Letztlich kommt man so auf den Verdacht, dass sich irgendwie das Meer gegen die Menschheit verschworen hat. Das werden immer koordiniertere, immer effizientere, effektivere Angriffe. Naja.
Irgendwann verlagert sich diese Handlung, also das ist dann erstmal so aufgebaut, dass man sagt, gut, wir haben jetzt hier verschiedene Wissenschaftler, die verschiedene Sachen rausfinden. Ja. So, das verlagert sich dann in der Handlung so ein bisschen, dass man dann eben die internationalen Ressourcen bündelt, die treffen sich dann alle. Letztlich finden die sich dann wieder auf dem Hubschrauberträger Independence. Hubschrauberträger ist, glaube ich, nicht ganz so bekannt wie ein Flugzeugträger. Ich blende hier mal ein Bild ein von so einem Ding. Das ist die USS Wasp. Übrigens aufgenommen, ich sage das jetzt mal, von Mars Communication Specialist Second Class Zachary L. Borden, um mal die Fotocredits zu nennen. Der hat das Bild geschossen. Ist also ein Trägerschiff, aber nicht primär für Flugzeuge. Deswegen haben die nicht diese langen Decks wie so ein Flugzeugträger, sondern für Hubschrauber. Die Hubschrauber parken unter diesem Flugdeck. Also da gibt es so ein Hangardeck und da können die mit Fahrstühlen rauf und runter gefahren werden und dann da abheben. Und die Idee ist, dass man, also die eigentliche Nutzung von so einem Ding ist, man fährt das relativ nah an die Küste. Da hat man lauter Marines an Bord, die steigen in die Hubschrauber und werden dann da abgesetzt. Also um eine Invasion zu machen oder gerne auch, wenn irgendwie was schiefgegangen ist, die eigenen Leute rauszuhauen, die da in Kriegsgefangenschaft geraten sind. Dafür nimmt man die gerne. Also dieser Hubschrauberträger Independence, diesen speziellen gibt es glaube ich nicht, aber es gibt solche Schiffe. So ungefähr 235 Meter lang, glaube ich, steht in dem Buch. Also großes, großes Schiff. Die Marines sind im Wesentlichen runter, die Wissenschaftler drauf und damit können die dann auf dem Meer rumfahren und können dann Untersuchungen machen. Man lernt ein bisschen was, außer über die Welt der Forschung, auch über die Ölwirtschaft. Also, weil eben vor dieser norwegischen Küste natürlich viele Ölbohrplattformen sind und die sind betroffen davon, dass da an dem Methaneis rumgemacht wird unter denen. Das macht das Ganze alles instabil. Also, darüber lernt man auch viel. Es ist aber auch ein Buch, in dem durchaus persönliche Konflikte und Beziehungen zum Tragen kommen, also eine ganz schwierige Freundschaft zwischen dem Leon Anawak und dem Grey Wolf nennt er sich. Das ist so ein, ja, ich sag mal, so ein Extrem-Umweltschützer. Also dem geht selbst das Whale-Watching zu weit. Also der sabotiert diese Whale-Watcher, weil er sagt, nee, lasst die Wale jetzt hier in Ruhe. Auch wenn ihr da nur rausfahrt, um die zu fotografieren, das ist schon zu viel. Seht zu, dass ihr an Land bleibt. Der Johansson, also in diesem anderen Handlungsstrang, der hat so eine Romanze, die nicht zustande kommt, zu einer Wissenschaftskollegin, die für so einen Ölbohrkonzern arbeitet, die Frau Lund. Die finden sich aber irgendwie nicht so wichtig, zumindest am Anfang nicht. Also da menschelt es auch. Es gibt sowohl konfliktreiche zwischenmenschliche Begegnungen, wo man also sagt, so geht's jetzt auch nicht. Wir sind jetzt hier Gegner, als auch Romantik gibt es auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Um das mal so ein bisschen einzuordnen, ich habe hier mal so eine Grafik gemacht, wie sich diese verschiedenen Teile, das Buch ist nämlich in Prolog, Epilog und fünf Teile aufgeteilt. Wie sich die so verteilen. Da sieht man, dieser erste Teil, überschrieben mit Anomalien, der nimmt 40% des Buches in etwa ein. Also das Buch hat 1000 Seiten, ne, und ja, also etwa 40% davon ist dieser erste Teil. Und dieser erste Teil dreht sich oder spielt eigentlich ausschließlich letztlich in der Welt der Wissenschaft. Es gibt da Wissenschaft in verschiedenen Geschmacksrichtungen, so das universitäre Umfeld. Es gibt aber auch die Leute, die für Ölbohrkonzerne Forschung machen. Aber letztlich die Welt der, ich sage sogar Meereswissenschaft wäre eigentlich noch korrekter, Meeres- und Verhaltenswissenschaft bei Tieren, sowas. Ja. Das ist der absolute Schwerpunkt des Buches, kann man sagen. Dann kommt das zweite Kapitel, zweite Teil, überschrieben mit Chateau Disaster. Da kommen jetzt die Militärs und das CIA dazu, weil es eben jetzt doch global schwierig wird. Es ist aber auch ein Kapitel, das einen ganz großen Teil hat mit so einem Ego-Trip von Anawak. Anawak hat nämlich einen internen Konflikt mit seiner Identität, kann man sagen. Und zwar in dem Sinne, dass er ein Inuit ist, also aufgewachsen in so einer Inuit-Kultur,
Siedlung, jetzt nicht im Iglu oder so, schon in einer kleinen Stadt, aber geprägt von dieser Inuit-Kultur, die er im Grunde ablehnt. Und jetzt kommt er aber durch einen Trauerfall dahin, dass er da jetzt wieder hin muss und sich mit seiner Identität da auseinandersetzen muss. Und das geht sehr lange. Also ich glaube, 50 Seiten von diesem Kapitel sind so ungefähr dieser Ego-Trip, sage ich jetzt mal. Und das ist in der Kritik dieses Buches Der Schwarm auch herausgehoben worden, dass das also mit dem eigentlichen Handlungsverlauf nur rudimentär zu tun hat. So, dann kommen wir auf die Independence. Das ist dieser Hubschrauberträger. Da geht es im Wesentlichen darum, was haben wir denn jetzt an Ereignissen, wenn wir die alle zusammenführen, was können wir denn daraus jetzt machen? Inzwischen ist übrigens auch New York angegriffen worden von Krebsen, die giftiges Zeug mit sich führen aus der Tiefsee und so. Also interessante Eskalationsstufe. Da muss jetzt also gehandelt werden. Und jetzt kommen die auf die Independence und überlegen sich halt, was können wir jetzt hier machen? Wie können wir diese Situation angehen und wie können wir uns mit den Leuten verständigen, die dafür verantwortlich sind? Und dann das vierte und fünfte Kapitel oder der vierte und fünfte Teil weiß ich nicht so richtig, warum man jetzt die geteilt hat, denn im Wesentlichen ist beides, dass der Action-Teil im Grunde, dass man jetzt sagt, so jetzt haben wir viel ausgereizt, was Verständigungsmöglichkeiten angeht. Jetzt muss man eben sehen, dass wir uns nonverbal durchsetzen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, und dann kommt eben der Epilog als kleiner Nachklapp. Was man vielleicht schon noch sagen muss, also auch in diesem Teil 4 und 5, es gibt eben letztlich diese Fraktionen, die sagen, wir müssen jetzt hier wirklich mal mit der militärischen Power, die wir haben, müssen wir jetzt mal agieren. Und andere, die halt sagen, nee, nee, Leute, wir müssen jetzt hier mal auf Verständigung setzen. Und es ist auch nicht immer klar, wer jetzt in welchem Lager ist. Also da gibt es auch zwischen den handelnden Figuren gibt es auch durchaus Intrigen und Ungewissheiten. Man muss immer ein bisschen gucken, wer ist denn jetzt wirklich, gehört zu den Guten und wer zu den Bösen und was ist überhaupt das Gute, was ist überhaupt das Böse. Denn da ist der Schätzing auch durchaus schattiert. Ich lese mal ein bisschen, dass man mal so ein bisschen was sehen kann. Schauen wir mal. Ich komme noch mal so an diesen Punkt, wo ein Tsunami beschrieben wird. Also wie das funktioniert, hatte ich ja schon vorgelesen, die Stelle. Jetzt wird das hier in eine dramaturgische Handlung übersetzt. Wir haben die also Tina Lund, die da unterwegs ist in Norwegen und sie wird angerufen von dem, wie heißt er nochmal? Bormann, glaube ich, von dem Johansson, genau. Von irgendwoher erklang ein leises Signal. Sie blieb stehen. Das war ihr Handy. Er rief an. Verdammt, seit wann schellt er es schon? Atemlos zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke herunter und fingerte im Innern nach dem Telefon. Wahrscheinlich hatte er schon mehrfach angerufen, aber in dem Keller dürfte sie kaum Empfang gehabt haben. Da war es. Sie zerrte es hervor und meldete sich in Erwartung, Kares Stimme zu hören. Tina? Sie stutzte. Sigur, oh, das ist schön, dass du anrufst. Wo warst du denn, verdammt? Ich versuche die ganze Zeit, dich zu erreichen. Tut mir leid, wo bist du jetzt? In Svegesundet, sagte sie zögernd. Seine Stimme klang atmosphärisch verzerrt und offenbar sprach er gegen irgendein lautes Dröhnen an, aber da war noch etwas anderes, etwas, das sie nie zuvor an ihm gehört hatte und das ihr Angst machte. Ich gehe am Strand entlang. Es ist ein widerliches Dreckswetter, aber du kennst mich ja. Hau ab! Was? Du sollst machen, dass du da wegkommst. Sigur, bist du noch bei Trost? Jetzt sofort! Er redete weiter, atemlos. Die Worte prasselten auf sie ein wie der Regen, immer wieder gestört durch atmosphärisches Krachen und Rauschen, so dass sie erst glaubte, sich verhört zu haben.
Dann begriff sie allmählich, was er ihr erzählte, und ihre Beine schienen sich für einen Moment in Gummi zu verwandeln. Ich überspringe jetzt mal eine Stelle. In das Heulen des Windes und das Tosen der Brandung mischte sich ein neues Geräusch, eine Art lautes Schlürfen. Ohne innezuhalten, wandte sie den Kopf. Etwas Unvorstellbares geschah. Lund geriet ins Stolpern und konnte nicht anders, als stehen zu bleiben und zuzusehen, wie das Meer verschwand, als habe jemand irgendwo den Stöpsel gezogen. Eine Fläche schwarzen, zerklüfteten Untergrunds kam zum Vorschein, soweit das Auge reichte. Wie im Zeitraffer wich die See zurück. Dann hörte sie das Donnern. Also so wird das dann umgesetzt. Das hat man also öfter, dass man in diesem Buch irgendwo wissenschaftliche Erläuterungen hat, die dann in dramaturgische Szenen später oder vielleicht auch früher, dann wird die Erläuterung nachgereicht, umgesetzt werden. Was ein bisschen mir aufgefallen ist, ist, dass diese Wissenschaftler ja viel recherchieren, dass dabei das Internet, überhaupt Kommunikationstechnik, eine eher geringe Rolle spielen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr in der Rückschau, wie das 2005 war, ob da das Internet vielleicht wirklich einfach noch nicht so weit war, dass man da so viel gefunden hat, dass vielleicht E-Mail auch noch nicht so präsent war. Ich glaube aber eigentlich schon. Also 2005 glaube ich eigentlich schon. Ich erkläre mir das deswegen eher dramaturgisch. Es macht halt für eine Szene einfach mehr her, wenn jetzt dieser Johansson nach Kiel fliegt und sich da mit jemandem trifft und mit dem unterhält und da dann direkt an so einem Überdrucktank, heißt es glaube ich, oder Hochdrucktank steht und sich da was anguckt. Das ist eine befriedigendere Szene, als wenn man jetzt sagt, okay, ihr kriegt eine E-Mail und da steht was drin. Oder er macht eine Zoom-Konferenz oder irgendwie was. Ja. Handy und Smartphone habe ich nicht bewusst wahrgenommen. Also, dass die Leute das groß benutzen. Jetzt hier in der Szene schon, mit der Lund, die ich da vorgelesen habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt häufig mit dem Handy telefoniert wird. Oder also also Smartphone gab es ja damals sowieso nicht, aber diese Allgegenwart von Mobiltelefonen ist da auch nicht so. Erkläre ich mir auch dramaturgisch letztlich. Okay. Man kann bei diesem Buch auch viel sich anschauen dazu, wie es gemacht ist. Es ist eigentlich, meiner Meinung nach, auktorial erzählt. Allerdings täuscht es eine personale Erzählperspektive oftmals vor. Also es gibt in jeder Szene eine Perspektivfigur, an der wir kleben, mit der wir mitgehen. Und es gibt dann aber durchaus auch Erläuterungen des Erzählers, die einfach da reinkommen. Also die einfach da dann eingebracht werden, wo dann ein Exkurs kommt, werde ich gleich nochmal darstellen. Es gibt auch Einschübe, wo das nicht ganz so stark ist, wo es zum Teil in Dialogen gebracht wird und teils aber einfach wirklich platt in den Text geschrieben. Ich habe hier eine Stelle zum Beispiel, wo es in einem Dialog kommt. Da habe ich ein bisschen geschmunzelt beim Lesen. Es geht um einen Tauchgang. Eine Figur ist also mit so einem U-Boot mit unterwegs und spricht halt mit dem Eddie. Das ist also der U-Boot-Fahrer. Ja? Waren Sie schon mal tiefer als 1000? Nein. Sie? Einige Male. Eddie zuckte die Achseln. Es ist genauso beschissen dunkel wie hier. Ich bin lieber da, wo das Licht ist. Was denn? Kein Ehrgeiz auf Tiefgang? Wozu? Jacques Picard hat's bis in 10.740 Meter Tiefe geschafft. Darauf hätte ich gar keine Lust. Es war eine wissenschaftliche Leistung ersten Ranges, aber was zu sehen gibt's da kaum. Woher wollen Sie das wissen? Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel ist. Ich meine, selbst wenn,
Es ist lustiger in der Bentosphäre als in den Abyssalen. Es ist einfach mehr los. Pardon, sagte Stone, aber kam Picard nicht 11.340 Meter tief? Oh, das. Eddie lachte. Ich weiß, es steht in allen möglichen Schulbüchern. Falschmeldung. Lag am Messgerät. Es war in der Schweiz kalibriert worden in Süßwasser. Verstehen Sie? Süßwasser hat eine andere Dichte. Darum haben Sie sich vermessen bei Ihren einzigen bemannten Tauchfahrt zum tiefsten Punkt der Erdoberfläche. Also, sprich, 10.740 Meter ist offensichtlich korrekt. Der Autor, unterstelle ich jetzt mal, also Frank Schätzing, antizipiert, dass es einige Leser gibt, die das recherchieren werden und dann finden werden, Moment, 11.340 Meter ist richtig, 100 Meter mehr. Da er das antizipiert, klärt er das in seinem Text über diesen Dialog nochmal auf, ja, warum denn das sein Wert richtig ist und nicht der andere. Fand ich ganz, ganz drollig. Es gibt auch ganz interessante Stellen. Da wird so ein bisschen dieses Prinzip umgekehrt, dass man bei einem personalen Erzähler alles weiß, was diese Person weiß. Beim auktorialen weiß man sogar noch mehr. An dieser Stelle, das ist aber wirklich eine der ganz wenigen, weiß man weniger. Perspektive ist bei der Figur Anavak. Sie reichte Anavak das Funkgerät. Er nahm es und sprach eine Weile mit Shoemaker. Dann sagte er, gut, ich komme hin. Ja, das geht auch kurzfristig. Sag ihnen, ich fliege los, sobald wir zurück sind. Bis gleich. Um was ging's denn? Wollte Stringer wissen. Ja, das würden wir als Leser vielleicht auch gerne wissen. Und die Figur Anavak weiß es natürlich, denn diese Gedankenstriche, die da drin sind, die die Auslassung kennzeichnen, die kennzeichnen eine Auslassung für diejenigen, die dem Gespräch zuhören. Von außen. Derjenige, der das Gespräch führt, spricht der Anavak, der hört natürlich, was sein Gesprächspartner sagt. Also das ist so selten, dass es also schon ein bisschen ruckelt, wenn man das da liest, finde ich. Kommen wir noch mal zu den auktorialen Einschüben, was ich damit meine. Ich habe hier eine Stelle. Mal drin. Da haben wir einen Dialog. Man muss das jetzt nicht alles lesen. Oben auf der Seite gibt es einen Dialog. Da kommt der Begriff aus. Unsere Spannerkollegen vom Sosus. So, jetzt kommt der auktoriale Einschub. Anavak horchte auf. Okay. Er kannte Sosus. Mehrfach hatte er damit gearbeitet. Die NOAA, die National Oceanic and Atmospheric Administration, beschrieb eine Reihe von Projekten, die sich mit der Erfassung und Auswirkung akustischer Phänomene unter Wasser beschäftigten. Zusammengefasst liefen sie unter dem Oberbegriff Acoustic Monitoring Project. Das Werkzeug, das die NOAA für den unterseeischen Lauschangriff benutzte, war ein Relikt des Kalten Krieges. SOSUS stand abgekürzt für Sound Surveillance System, bla 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 und so weiter und so weiter und so weiter. Bis hier unten hin, dann geht der Dialog weiter. Diese Gedanken, die da kommen oder diese Ausführungen, das macht sich kein Mensch, wenn er in einem Dialog ist, dass er für sich nochmal nachdenkt und reflektiert, wie denn da jetzt diese verschiedenen Zusammenhänge sind. Der wird vielleicht denken, okay, weiß ich, alles klar, weiter. Weiter im Text, weiter im Dialog. Das heißt, das ist ganz klar. Ein Einschub, der für die Leserschaft gedacht ist. Das ist also häufig da so drin, ja, dass einfach mal sowas kommt. Man muss aber auch sagen, das macht das Buch so richtig interessant. Also wenn es nur um die Handlung ginge und sagen wir mal auch diesen Ego-Trip im zweiten Teil lassen wir mal raus. Wir machen nur die Handlung. Wir machen diese ganzen Erklärungen rundherum, machen wir weg. Wenn es dann ein Viertel so lang wäre, ist viel. Also der ganz große Teil von der Schwarm sind solche Erklärungen entweder in Dialogform gepackt oder wirklich platt auktorial reingehauen. Aber immer interessant. Das finden offensichtlich sehr viele Menschen, ich auch. Und ich glaube, dass daran auch dieser Erfolg des Buches liegt. Ich habe auch mal gelesen in einem Forum, wenn man ein Frank Schätzing-Buch liest, fühlt man sich hinterher immer irgendwie schlauer. Das kann ich gut verstehen, kann ich absolut nachvollziehen und für mich auch bestätigen.
Ich wurde auch gefragt jetzt in der Vorbereitung für dieses Video von einem Freund, ist das denn jetzt so, dass ich jetzt 15 Jahre alt, dass jetzt diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eventuell alle überholt sind? Interessante Frage, kann ich gar nicht beantworten. Das sind halt so Sachen, wie jetzt hier dieses Tiefseeerforschungsprojekt da oder Methaneis oder Borstenwürmer oder irgendwas irgendwo in der Tiefsee, ja. Da kommt man im normalen Leben nicht drüber. Also der Schwarm ist das erste und einzige Mal, dass mir das so nahe gebracht wurde. Selbst wenn es da neue Erkenntnisse gäbe, wüsste ich davon nichts. Auf jeden Fall für mich als jemand, der sich mit der Tiefsee nicht auskennt, ein toller Ausflug da mal rein. Ja? Also eine tolle, tolle Sache. Kann ich absolut empfehlen. Was mir nicht gefallen hat, formal, ist die Art, wie in diesem Buch Absätze gesetzt werden. Ich habe das, und zwar in Zusammenhang mit wörtlicher Rede. Okay, wir haben hier die Dialogszene, die beginnt mit "Ich schätze einen Wurm". Das sagt Lund und sie unterhält sich mit Johansson. Und wenn Sie mögen, dann stoppen Sie jetzt mal das Video und überprüfen mal, ob Sie rausfinden, wer jetzt wann spricht, also welche Dialogzeile zu welcher Figur gehört, Johansson oder Lund. Ich mache mal 2, 3 Sekunden Pause, wenn Sie anhalten wollen. Danach löse ich dann mal auf. Gut, also erste Zeile, "Ich schätze einen Wurm", ist von Lund. Johansson hob die Brauen und musterte sie. Klar, das macht jetzt Johansson. Dann kommt eine Aktion von Lund, aber im selben Absatz. Lund erwiderte seinen Blick, bla bla bla. Er trank einen Schluck, "Du schätzt". Das sagt er. Da ist ein Absatz zwischen der Aktion und der wörtlichen Rede, die von der Figur gesprochen wird, die vorher die Aktion hat. Trotzdem ist dazwischen ein Absatz. Dann kommt wieder Lund, Johansson, Lund. Dann kommt wieder dasselbe. Er zuckte die Achseln und dann spricht Johansson nämlich weiter. "Würmer, 2 Stück, recht stattliche Exemplare". Auch da ein Absatz, wo dann die Rede von dieser Figur weitergeführt wird. Dann kann man anhand der nächsten Dialogzeilen dann sehen, unten ist ja wieder markiert, sie zögerte. Das dann kann man eben rückwärts gucken, wer dann wohl vorher gesprochen haben muss und so weiter. Das heißt, da wo ich jetzt hier den gelben Punkt gemacht habe, da müsste für mich ein Absatz rein, um es leichter verständlich zu machen, um eben zu trennen die Aktion von Johansson von der darauf folgenden Aktion von Lund. Kann man ein bisschen drüber streiten, weil es eine direkte Reaktion darauf ist. Okay, aber die roten Punkte, da habe ich eine sehr starke Meinung, dass die Absätze weg müssten, um zusammenzuhalten, dass er, nämlich Johansson, nicht nur der Akteur, sondern dann auch der Sprecher ist. Der Absatz suggeriert, dass es einen Wechsel zwischen den Figuren gibt. Johansson agiert, dann Wechsel, Lund spricht. So ist es aber nicht gemeint. Also für mich die größte formale Schwäche in diesem Buch, muss ich einfach sagen. Ich will aber gar nicht so viel meckern, denn es ist ein ganz fantastisches Buch. Also es ist wirklich ein tolles Buch. Es ist auch schön eingebettet in seine Entstehungszeit, in sein Umfeld. Wir haben eben temporäre Referenzen darauf schließen lassen, dass es so etwa Mitte der 2000er spielt. Der Golfkrieg 91 wird erwähnt, der muss also schon gewesen sein. Kosovo-Konflikt 99 muss also auch schon gewesen sein. 9/11 wird erwähnt. Also diverse historische Ereignisse, die da vorliegen, werden schon mal abgehandelt. Es ist auch eingebettet so in unsere Subkultur der Science Fiction, sag ich mal. Es werden Filme genannt, vor allen Dingen Alien oder das Ding aus einer anderen Welt. Da wird also schön, schön das alles angeschaut.
spielt. Was sage ich noch formal? Der zweite Teil, wie gesagt, ein langer Ego-Trip. Vorher aber noch ebenfalls lang, ungefähr 35 Seiten, eine Zusammenfassung, was ist bis jetzt passiert. Klingt nach viel, ist es auch, ist trotzdem gelungen. Denn in dem ersten Teil, diesem langen Teil, wo die Wissenschaftler Entdeckungen machen und seltsame Dinge geschehen, das geht schon sehr, also verästelt sich sehr weit, und da ist es wirklich angenehm, dass das mal zusammengefasst wird. Und es wird auch die Handlung ein bisschen zusammengetrieben, also vorangetrieben in diesen 35 Seiten. Das alles schon okay. Teil 3 und 4, die jetzt auf der Independence spielen, sind konventionell erzählt, sag ich mal, und zwar thrillermäßig erzählt, also Action-Handlung und wirklich gut gemachte Action-Handlung. Wird geschossen, wird verwundet, gestorben, geprügelt, aber auch ermittelt, wenn man so will, also in diesem Fall jetzt geforscht, gut gemacht. Der fünfte Teil, recht kurz, was völlig anderes, und zwar eine Tauchfahrt, die zugleich eine Traumfahrt ist, wo man also auch in den Inner Space dieser Figur eintaucht, die dort unterwegs ist. Erzählstimme wird gewechselt. Wir gehen ins Präsens als Erzählzeit. Und als Tempus gehen wir ins Präsens. Und wir resümieren eigentlich, was wir jetzt über beinahe 1000 Seiten so als Geschichte präsentiert bekommen haben. Und aber nicht in Form der Handlung so sehr, sondern in einem philosophisch-intellektuellen Resümee. Es geht um die Erdgeschichte. Wo kommt unser Planet her? Wo ist unsere, als Menschheit, unsere Stellung innerhalb dieser Erdgeschichte? Der Mensch so ein bisschen als ein Partikel, sowohl im großen Raum, den die Erde bietet. Wir sind ja im Wesentlichen auf dem Land unterwegs. Drei Viertel sind aber Wasseroberfläche und die geht sehr, sehr tief runter. Ein dreidimensionaler Raum, den wir gerade mal so ein bisschen ankratzen, über den wir sehr wenig wissen. Auch in der Zeit, erdgeschichtlich gesehen, gibt es uns einen ganz, ganz, ganz kurzen Zeitabschnitt. Der menschliche Geist wird, ich würde jetzt fast sagen, entlarvt als Abstraktionsmaschine. So, wir nehmen die Welt so wahr, wie unser Geist sie sich baut. Wir benennen Dinge, wir sehen Dinge auf eine bestimmte Art und Weise, wir bauen Schubladen. Da habe ich unwillkürlich dran gedacht, an die heute aktuell in der Science Fiction sehr stark geführte Debatte über Gender. Gibt es jetzt wirklich zwei Geschlechter bei Menschen oder ganz viele? Oder ist das was Fixes oder was Fluides? Das ist hier jetzt so in der Geschmacksrichtung ist es nicht Thema, aber die Idee, dass man sagt, die objektive Wirklichkeit ist etwas, das wir nur sehr unvollkommen erfassen und das wir auch nur erfassen können, indem wir Abstraktionen bilden, Kategorien bilden, weil wir uns sonst überhaupt nicht zurechtfinden würden in der Welt. Und diese Kategorien sind kulturell geprägt. Die Kulturen, die also mit der Arktis stark verwurzelt sind, die haben also kein Wort für Schnee. Das ist für die nicht sinnvoll. Für die gibt es keinen Schnee. Für die gibt es 100 Wörter für verschiedene Sorten von Schnee. Da ist eine höhere Differenzierung, ist notwendig. Ja? Es gibt Kulturen, die haben keine Worte für Farben. Für die sind Farben irrelevant. Also die können das noch nicht mal benennen. Also so solche Überlegungen werden da angestellt. Hochinteressant. Und es fällt noch so ein Begriff, wo die Tiefsee letztlich bezeichnet wird als ein unbekanntes Universum. Das ist auch eine Anlehnung an einen Sachbuchtitel, denn der Frank Schätzing, der hat noch ein Sachbuch nachgeschoben, Nachrichten aus einem unbekannten Universum, was letztlich auch nicht dünn ist und jetzt eben ohne Romanhandlung
sehr stark vertieft nochmal, was hier also an Faktenwissen in dem Roman Der Schwarm drin ist. Kann ich auch sehr empfehlen für die Leute, die sagen, das ist gerade der Aspekt, der uns halt gefällt. Auch wieder ein interessantes Autorenfoto hinten drauf, wo er also aus seiner Recherche berichtet. Epilog in dem Buch Der Schwarm, so ein bisschen, also ein Jahr später, ein Jahr nach den Ereignissen, Nachbetrachtung sowohl zu den Figuren als auch zum Weltgeschehen. Jetzt ist das ja ein dickes Buch, trotzdem hat der Autor einen eindeutigen oder mehrere Schwerpunkte gesetzt, die er ganz klar gesetzt hat und andere Dinge nicht beleuchtet, die man sich bei dem Stoff auch vorstellen könnte. Man hätte einen Roman schreiben können über die Katastrophe, die eben aus dieser Konfrontation erwächst und wie man jetzt mit dieser Katastrophe kleinteilig umgeht. Also wie man das zum Beispiel kennt aus diesen Filmen mit Vulkanausbrüchen in Pompeji oder irgendwie was und wie retten sich jetzt die Leute, ist nur knapp angerissen. Man könnte ein politisches Buch schreiben. Wie agieren die Diplomaten und die Regierungen, die unterschiedlichen und was passiert in welchem Land, auf welche Weise? Gar nicht. Man könnte wirtschaftlich beleuchten, was bedeutet das, Katastrophen dieses Ausmaßes, wie die in dem Buch geschildert werden, was hat das für eine ökonomische Folge? Es wird natürlich gesagt, verheerend, aber es wirkt sich nicht so für die Figuren nicht so aus, weil die in einer sehr privilegierten Lage sind als selektierte Wissenschaftler, die jetzt hier an der Lösung arbeiten sollen. Deswegen haben die jetzt leiden keinen Hunger oder irgendwie sowas. Ja? Man könnte ein Buch schreiben über persönliche Tragödien. Wer hat jetzt welche Menschen verloren? Zerrüttete Familie dadurch, weil jetzt die Mutter fehlt oder wie auch immer. Wird nur ganz zart in einem Fall, oder zart, also in einem Fall wird es ein bisschen thematisiert, dass da ein persönlicher Verlust auch einhergeht mit den globalen Katastrophen, aber völlig nebenläufig. Finde ich auch gut, denn dieses Buch hat einfach einen anderen Fokus. Also das ist, es geht schon in Ordnung, man bleibt dann bei seiner roten Linie und das ist auch das, weswegen man dieses Buch liest. Ja. So, es gibt noch ein bisschen drumherum zu sagen zu dem Buch. Wie gesagt, man kann vom Frank Schätzing auf YouTube einige Videos finden, wo er interviewt wird. Irgendwo gibt es, glaube ich, auch noch diesen Trailer von der Schwarm, nicht mehr auf seiner offiziellen Seite, aber ich glaube auf YouTube und ich glaube sogar beim Verlag Kiepenheuer und Witsch werden die noch gehostet. Dieses Buch soll verfilmt werden. Es war schon im Gespräch, praktisch, also direkt nach Erscheinen, dass da also, ich glaube, Angelina Jolie gesagt hat, komm, nee, Uma Thurman war es, glaube ich. Also eine Hollywood-Schauspielerin, die gesagt hat, komm, das interessiert uns, der Stoff, da wollen wir was mitmachen. Das ist, soweit ich weiß, jetzt inzwischen beerdigt, aber sehr heiß gehandelt wird eine Fernsehserie im ZDF, dass das ZDF wohl 2019 begonnen hat, das auch wirklich zu produzieren und dass wir das bald im Fernsehen sehen können. Der Roman an sich, international auch sehr erfolgreich, schon genannt, er hat neben dem Kurd-Laßwitz-Preis auch den Deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen, aber auch weitere Literaturpreise, den Deutschen Krimi-Preis. Meine Definition von Krimi wäre was anderes, aber okay, ich bin auch kein Krimi-Experte. Den Corinne-Buchpreis und die Goldene Feder, das habe ich so gefunden, vielleicht sogar noch weitere. Es ist auf jeden Fall eines von den wenigen Büchern, über die ganz intensiv gesprochen wurde. Also meine Lesegeneration, sag ich mal, die Leute, die 2005 wirklich aktiv nach interessanten Büchern geschaut haben, die haben das gelesen, egal ob sie jetzt Science-Fiction-Fans waren oder nicht. Und es steht ja auch nicht Science-Fiction drauf, es steht ja nur Roman drauf. Also das wurde als allgemein interessanter Roman, wurde das also vermarktet. Und es lag auch überall, natürlich auch auffällig mit dieser Covergestaltung. Man hat es überall in Pyramiden aufgestapelt gesehen. Also die Buchhandlungen haben es auch dem letzten noch das dritte Mal reingedrückt, wenn er es noch nicht hatte. Ja. Und das ist auch heute, wenn man jetzt so
Also so ein ähnliches Phänomen von der Verbreitung her, vielleicht wie Harry Potter später geworden ist. Man konnte wirklich mit jedem über der Schwarm reden. Das kannte halt jeder. Was bei mir noch eine witzige Anekdote war, ich habe im Zug mal eine Assistentin von dem Gerhard Bormann getroffen. Der hat als Wissenschaftler, als Figur auftaucht in dem Roman. Der hat in Kiel halt so ein Institut, wo der an Methanhydraten forscht. Und zufällig saß ich tatsächlich mal eine Zugfahrt lang neben der Assistentin, die das Buch auch gelesen hat und auch sehr gut gefunden hat. Sehr gut gefunden haben es ja auch diese Preiskomitees. Was steht da drin? Also in der Laudatio vom Kurd-Laßwitz-Preis steht, es sei eine gelungene Synthese aus inhaltlichem Anspruch und literarischer Umsetzung. Jawohl, würde ich total unterschreiben. Der Kollege Recklenwald hat für den Deutschen Science-Fiction-Preis formuliert: Wer das Buch aber als Science-Fiction liest, weiß anschließend ein gutes Stück mehr über Meeresbiologie, Tiefseeforschung, Chemie und Geologie, aber auch über ein Wesen, das diesen Planeten seit geraumer Zeit zu beherrschen glaubt, uns selbst. Schön formuliert, auch vollkommen treffend. Abschlussbemerkung. Was kann ich sagen zu der ganzen Sache? Frank Schätzing hat in Interviews gesagt und war dann auch konsequenterweise mit ihm auf Lesetour, dass ihm die Erzählweise und Romane von Michael Crichton doch sehr zusagen. Kann ich verstehen. Also ich glaube, Frank Schätzing, zumindest in meiner Wahrnehmung, war der Erste, der so eine Art Bücher hier in Deutschland geschrieben hat. Michael Crichton war ihm voraus in Amerika. Es kamen aber viele danach. Also heutzutage sehr erfolgreich Mark Ellsberg, vergleichbar finde ich. Karl Olsberg, auch jemand, der so also kurz hinterher dann mit seinen Büchern rauskam, hat auch ähnlichen Ansatz. Was ich aus Interviews, es gibt ein interessantes Interview im Science-Fiction-Jahr 2005 mit Frank Schätzing, ziemlich lang, fand ich interessant, dass darauf abgehoben wurde, dass hier so eine Thriller-Schnitttechnik in dem Buch war, wie man sie aus dem Fernsehen kennt, mit ganz kurzen Kapiteln, so wie man eben kurze Szenen hat im Fernsehen. Und das war damals offenbar neu. Also in dem Interview wird da so das betont und mehrfach nachgehakt, dass das offenbar damals neu war, heutzutage gang und gäbe. Also ganz üblich für Thriller. Das Meer wird in dem Buch als fremdes Universum dargestellt, unbekanntes Universum dargestellt. Sehr schöner Ansatz, sehr schöne Erzählhaltung. Macht es für mich auch nochmal besonders interessant, das eben so als etwas zu zeigen, dass wir nur am Rande erkundet haben und wo es noch viel zu entdecken gibt und wo man dann auch interessante Sachen im Laufe der Romanhandlung entdeckt. Es ist der Wissenschaftsroman par excellence, wie man aus den Laudationes auch sehen kann. Es hat dadurch allerdings auch, und da weiß ich halt nicht, ob das jedem gefällt, es kam aber offensichtlich zu der Zeit sehr gut an, einen sehr hohen, ich sag mal, essayistischen Anteil durch diese Einschübe, die wir da diskutiert haben. Die Bettina Wurche, die sich sehr gut auskennt mit Meeresbiologie und diesen ganzen Sachen, die meinte auch, es ist einfach super recherchiert. Also es ist total exakt. Sie hat einen Punkt gefunden, wo sie gesagt hat, ja, diese Delfinexperimente, die das Militär angeblich durchgeführt hat, das ist wohl ein Hoax gewesen. Okay, aber es ist ja auch ein Roman. Also es baut dann eben da etwas ein, was glaubwürdig ist, auch wenn es nicht tatsächlich ist. Gut, aber da darf man eben dann nicht alles für bare Münze nehmen, aber es liest sich sehr gut. Sehr schön umgesetzt ist so eine Passage, längere Passage, wo es darum geht, mal so einen Code zu knacken, um sich verständigen zu können. Das erinnert so ein bisschen an Contact. Contact, dieser Film mit Jodie Foster, wird auch zitiert in dem Buch, wird benannt. Also damit ist es ganz klar kein Plagiat, sondern eine Hommage. Völlig in Ordnung, völlig gut, gute Sache.
Im Epilog, der ja nun sehr kurz ist, da muss ich jetzt sagen, verhebt sich Frank Schätzing so ein bisschen, weil er so ein paar theologische Ausführungen macht. Und da merkt man, er ist halt kein Theologe. Es ist ja auch in Ordnung, man kann ja nicht alles sein. Ich habe den Eindruck, in diese Meeresbiologie und das Geologie und was es alles da so gibt, diese Naturwissenschaften hat er sich sehr, sehr reingefuchst, hat auch mit vielen Leuten gesprochen. Wenn er unbedingt so einen christlich-theologischen Ausflug machen möchte, darf er natürlich gerne machen. Da fällt er im Rechercheniveau einfach ab. Also vielleicht hätte er da dann doch mal mit einem Bischof sprechen sollen. Ne? Egal, es ist ja auch nur eine kurze Passage. Was länger ist, was nicht unbedingt so stark ist, finde ich, die Darstellung des Militärs. Es gibt da diese Soldatenfigur General Commander Lee. Das ist so eine, also es ist nie so richtig klar, was sie eigentlich genau ist. Sie ist also auf jeden Fall ein sehr hohes Tier, nicht im Joint Chiefs of Staff, aber irgendwie knapp drunter, hat eine direkte Leitung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, und General Commander heißt irgendwie dann sowas wie, dass sie für die Navy im Wesentlichen zuständig ist. Ich hab mir die Finger wund gesucht im Internet. Diesen Rang General Commander habe ich nicht gefunden. Das wundert mich auch für die Navy. Da würde ich irgendwas mit Admiral erwarten. Ist das schlimm? Nein, natürlich nicht. Man weiß ja, wie diese Figur jetzt positioniert ist, was so ihre Autorität ist, wie sie da agieren kann, und man kann sich das vorstellen. Ist in Ordnung. Es ist eben im Vergleich zu diesem Wissenschaftsteil, wo man den Eindruck hat, alles stimmt zu 120%, ist schon auffällig. Und diese Figur insgesamt ist für mich persönlich, ich bin jetzt bei meinem Leseeindruck, ist es die Schwächste in dem Buch, weil sie einfach zu over the top ist. Sie ist topfit, hochintelligent, kann auch noch Klavier spielen. Sieht super aus, ja? Also alles. Naja. Auch bei der Militärtechnologie, ich war ja nun Soldat, es ist halt kein Roman, man darf jetzt nicht erwarten, dass man sowas hat wie ein Tom Clancy-Roman, der eben sehr da reingeht und sich anguckt, wie jetzt welche Schusswaffe beim Militär funktioniert und so. In diesem Buch ist es so, dass man mit zwei Torpedos diesen Hubschrauberträger da in arge Bedrulle bringen kann. Okay. Die Befehlskette spielt eigentlich keine Rolle. Also diese Lee läuft überall rum und erteilt jedem Befehle, den sie da trifft, der eine Uniform trägt. Ja, das ist schon sehr merkwürdig. In der Kommunikation zwischen diesen Militärs benutzen die ihren Vornamen. Ja, in Amerika spricht man sich eigentlich immer so mit Vornamen an, aber nein, nicht im Militär. Im Militär benutzt man den Dienstgrad. Okay. Das schmälert aber in keiner Weise, dass diese Action-Szenen, in denen das Militär dann auch beteiligt ist, wirklich sehr, sehr flott sind und auch ihr Tempo sehr lange halten. Also das ist über hunderte von Seiten gibt es da im Wesentlichen Action. Und es wird nicht langweilig. Es ist wirklich toll gemacht. Da trägt auch dazu bei, dass es in diesem Buch wirklich unvorhersehbar ist, wer da jetzt lebend rauskommt. Also es sterben Figuren, die vorher sehr handlungstragend gewesen sind, die sind zack, weg. Ne? Und andere kommen mal durch. Und das ist interessant. Es ist auch interessant, dass diese Figuren nicht so durchsichtig sind. Also da spielen einige falsch, hatte ich glaube ich schon angedeutet. Da ist dann nicht so richtig klar, auf wessen Seite stehen die so. Die haben auch manchmal Kanten. Ich finde auch nett, dass jetzt hier eine von den sehr sympathisch bezeichneten Hauptfiguren Kettenraucherin ist. Hat mich ein bisschen erinnert an den Film Avatar, wo ja die Figur, die von Sigourney Weaver gespielt wird, auch Raucherin ist. Fand ich interessant, dass man so eine Schwäche da mal so mit reinbringt für so eine Figur. Jetzt ist es so, dass in diesem Buch die gegnerische Kraft, gegen die man angeht, aufgrund ihrer Natur keine
personale Konfrontation ermöglicht. Also man hat jetzt nicht wie bei James Bond so einen Blofeld-Superschurken, der da irgendwie im Hintergrund agiert. Man hat was sehr viel Komplexeres und sehr viel Science-Fiction-mäßigeres, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Bedeutet aber auch, dieser interpersonale Konflikt verschwimmt in dieser, also gibt es da nicht, das ist mehr so Man versus Nature von der Art des Konfliktes her. Aber diese interpersonalen Konflikte gibt es trotzdem reichlich, dann eben zwischen den verschiedenen Menschen, die insbesondere auf der Independence miteinander agieren oder auch zwischen dem Anavak und dem Grey Wolf, also dem Whale Watcher und dem ganz radikalen Umweltschützer. Man kann da vielleicht nochmal sagen, Frank Schätzing nochmal dazu hat sich auch durchaus positioniert für Umweltschutz. Aber interessant, sowohl in seiner Positionierung für den Umweltschutz als auch in seiner Positionierung zu den USA, damals ja unter George W. Bush, durchaus differenziert. Das merkt man, was den Umweltschutz angeht, hier noch stärker in dem Sachbuch, wo er tatsächlich sagt, ja, Walfang ist so eine Sache. Jetzt könnte er es sich als Autor ja einfach machen und könnte sagen, Walfang, wer Wale erschießt, erschießt auch Menschen, ganz, ganz übel, 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 übel. Tut er nicht. Also er bringt durchaus auch Argumente, wo er sagt, ja, Wale haben halt ein sehr großes Gehirn. Das könnte darauf hindeuten, dass sie sehr intelligent sind. Es könnte aber auch einfach heißen, dass man ein großes Gehirn braucht, um ein natürliches Sonar in dreidimensionale Bilder umzusetzen. Damit orientieren die sich ja, sodass es gar nicht um so eine Art von Intelligenz geht, dass man jetzt groß reflektiert und abstrakte Gedanken formulieren kann und ein Ich-Verständnis hat und Gefühle entwickelt oder emotionsfähig ist oder so, sondern einfach um die Wahrnehmung der dreidimensionalen Umgebung über Schallwellen. Dann stellt sich die Waljagd vielleicht wieder ein bisschen anders dar. Andererseits, wenn man die Tiere ausrottet, nie eine gute Idee. Ja? Also er differenziert, er wägt ab, das habe ich jetzt sehr verkürzt dargestellt, also bei ihm ist das sehr viel abgewogener. Und auch bei den USA, ich hatte ja eingangs gesagt, George W. Bush, nicht sein Fall. Er sagt aber, Leute, ihr dürft jetzt nicht sagen, Amerika ist das Reich des Bösen geworden. Die Hälfte hat George W. Bush gewählt und die andere Hälfte nicht. Und auch die, die George W. Bush gewählt haben, die haben ihn vielleicht aus anderen Gründen gewählt, als aus den Gründen, wegen denen wir George W. Bush blöd finden, ja? Oder er ihn jetzt blöd findet. Also auch da eine differenzierte Darstellung. Allerdings hat er eine sehr klare Positionierung gegen Rechtsextremismus. Und zwar zu einer Zeit, wo das eben noch nicht so Thema war. Da gab es hier in Köln schon so lokale Initiativen, aber Köln ist ja immerhin schon eine Millionenstadt. Also ist schon, also wenn hier die Stadt etwas umtreibt, das ist ja schon immerhin eine Million Leute. Und da war er eine von den Figuren, die vorne stand und gesagt hat, ja, rechte Gewalt, nee, wollen wir nicht, auf keinen Fall. Da stehe ich für, dass das weg muss. So. Ansonsten, er ist eben in der Science Fiction durchaus bewandert, hat aber in diesem Interview da auch gesagt, okay, das war eine Phase für mich, bis ich so 20, 25 oder sowas war. Und dann habe ich irgendwann Stanislaw Lem erreicht in meiner Lesebiografie und damit war für die Science Fiction alles gesagt, eigentlich. Tja, er hat trotzdem das Vorwort geschrieben hier für diese Ausgabe von Der letzte Tag der Schöpfung, ist uns ja hier in dieser Videoreihe schon begegnet. Er hat einen Auftritt gehabt, ich glaube 2011 war es, auf dem Perry-Rhodan Worldcon, weil er ja auch in seiner Lesebiografie eben Perry-Rhodan mit drin hatte, wie eigentlich jeder, der sich für Science Fiction interessiert in Deutschland. Und insofern, er kennt sich mit der Science Fiction aus, er ist aber jetzt nicht, ich sag mal, nicht festgelegt auf die Science Fiction. Ich will auch nicht sagen, er hat sich völlig davon verabschiedet, denn nach Der Schwarm hat er ja nochmal Limit geschrieben. Da geht es um den Mond und auch das war nominiert für den Kurt Lasswitz-Preis. Hat zwar nicht gewonnen, aber nominiert. Und also insofern, er ist noch so
Ist vielleicht nicht im Kern der Szene, aber doch irgendwie noch so mit in dieser Wolke der Science-Fiction-Szene mit drin. Exkurs Ende. Fazit zu der Schwarm jetzt mal abschließend. Worum geht's überhaupt? Es geht meiner Meinung nach im Wesentlichen um die Stellung des Menschen innerhalb der Schöpfung. Das ist das große Thema von der Schwarm. Es wird am Schluss ein philosophischer Summenstrich gezogen. Darunter steht dann erstens, wir verstehen Intelligenz überhaupt nur dann, wenn sie der unseren ähnlich ist. Wenn etwas unter völlig anderen Bedingungen auch Intelligenz entwickelt, zu intelligentem Handeln fähig ist, wahrscheinlich erkennen wir es noch nicht mal. Punkt 1. Also wird am Anfang des Buchs schon aufgebaut mit, sind jetzt Wale intelligent, und am Schluss eben durch den Lauf der Handlung nochmal, gewinnt das nochmal an Brisanz. Und zweites philosophisches Fazit: Wir sind halt Teil einer Gesamtheit, sowohl wir als einzelne Menschen als auch die Menschheit ist Teil einer größeren Gesamtheit, die im Grunde für unseren Verstand unüberschaubar ist. Und sowohl in räumlicher Hinsicht, als auch, also der Planet Erde mit seinen tiefen Ozeanen, da haben wir keine Ahnung von, was da unten ist. Und der Weltraum sowieso nicht. Und auch in der zeitlichen Gesamtheit. Also die Erdgeschichte betrachtet, wir sind ein Fingerschnipsen in der Erdgeschichte. Das ist noch nicht mal eine Fußnote. Und wenn wir Pech haben, dann machen wir den Planeten für uns unbewohnbar. Wir können zum Beispiel auch, das ist auch eine ganz wichtige Perspektive, finde ich. Es ist eigentlich falsch zu sagen, wir schützen die Natur oder wir schützen die Umwelt oder wir schützen die Erde. Diese Konzepte, die interessieren sich überhaupt nicht für uns. Die Erde wird es so oder so geben. Wir können die Erde nicht zerstören. Wir können auch die Natur nicht zerstören. Wir können es aber schaffen, dass wir die Erde unbewohnbar für uns machen. Und dann wird es eben vielleicht ein paar tausend oder Millionen Jahre hier radioaktive Verstrahlung geben und danach wird sich niemand an uns erinnern. Aber das heißt nicht, dass es kein Leben mehr auf der Erde gibt, geschweige denn, dass es diesen Planeten nicht mehr gibt. Also das ist schon eine recht nachdenkliche Grundhaltung, die er da hat und auch, finde ich, eine ganz korrekte Sichtweise, die er darauf entwickelt. Also er rückt den Menschen so ein bisschen raus aus dem Zentrum, um das sich alles dreht, und ordnet ihn ein in ein sehr, sehr viel größeres Bild, in dem die Menschheit eben nur ein so ein Pixel ist. Da darf man jetzt aber nicht davon ausgehen, dass das darf man nicht so verstehen, dass das jetzt eine ganz pessimistische Sichtweise wäre, die er da vertritt. Das ist nicht der Fall, sondern er hat grundsätzlich so eine positive Sicht, ich sag mal, auf das Leben, also auch auf das Leben genießen, schönen Wein trinken oder so, das kommt öfter mal vor in dem Buch. Ja. Er hat auch grundsätzlich eine positive, bejahende Einstellung zu Technologie und zu den Wundern, die die Zukunft für uns noch bereithält. Also er gehört jetzt in diesen ökologischen Bewegungen, da gibt es ja durchaus auch so Strömungen, die auch nicht schwach sind und die letztlich sagen, wir müssen uns zurücknehmen, wir müssen uns beschränken, wir müssen weniger machen, weniger tun, zivilisatorisch im Grunde auf ein Niveau, wo wir die Ressourcen gar nicht mehr brauchen, die wir heute zu viel verbrauchen. Das lese ich bei Frank Schätzing jetzt nicht raus. Ich lese bei Frank Schätzing eher raus, dass er sagt, wir müssen verstehen, wie dieses Ökosystem funktioniert. Wir müssen auch verstehen, dass es nie statisch war und nie statisch sein wird, dass wir ein Faktor darin sind. Aber wir müssen so damit umgehen, und zwar nach vorne umgehen, durch Innovation, durch neue Technologien, so damit umgehen, dass wir weiterhin gut darin leben können, in diesem Geflecht, in diesem Netzwerk, das wir da haben. Und man gewinnt den Eindruck, dass das möglich sei. Und damit ist der Schwarm nicht nur thematisch ein Wissenschaftsthriller und ein spannendes Buch, sondern auch ein Buch, das Werbung dafür macht, Wissenschaft zu betreiben.
betreiben, die Welt zu verstehen und das Wissen anzuwenden, um diese Welt als lebenswerten Ort zu erhalten.